Herzlich willkommen zum Unboxing des OLED G7 aus dem LG-Alphabet, sozusagen der zweitwichtigste nach dem W7. Und wir haben ihn hier in 65 Zoll, 164 cm Bilddiagonale. Der verspricht alles, was die OLED-Welt so hergibt. Ne? Mhm. HDR, aber natürlich auch Dolby Vision. Ja, besonders guten Klang durch eine integrierte Soundbar. All das werden wir natürlich testen, aber erstmal steht das Auspacken bevor. Und da machen wir uns jetzt ran. Okay. Und wir stoßen direkt auf das Accessory Kit. Jawohl, so viel Zubehör. Was haben wir hier noch? Das können wir auch da ist noch ein kleines Leistchen. Mhm. So, was haben wir denn hier alles im Accessory Kit? Oh ja. Diese Silber, was ist das hier? Güldene Roségold oder wie nennt man das? Ist das schon Roségold? Ja, das ist noch Gold. Das ist die güldene große Fernbedienung. Okay. Ja, mit kleinem Steuerrädchen. Ja, und natürlich ist es wieder eine Magic Remote. Ja, genau. Also sieht ja fast klassisch aus, hat aber auch Mikrofon und Bewegungssensoren eingebaut, sodass man hypermodern steuern kann, wie wir es von LG kennen. Und wahlweise hier auch die kleine Variante mit nur dem Nötigsten. Nur dem Nötigsten, ja. Genau. Dann haben wir hier ein paar Schrauben. Das deutet darauf hin, dass wir hier auch wieder mal montieren müssen, damit der OLED auch gut steht. Ja, hier das sind die ordentlichen Schräubchen. Ja, das ist, wie wir gleich sehen werden, die super Design-Eigenschaft dieses Gerätes, dass man dann an die Wand hängen kann oder aufstellen. Wobei das die Hauptempfangseinheit sich umklappt. Für die Fixierung brauchen wir diese super Mega-Schraube. Ja. Aufbauanleitung ist hier natürlich mit drin. Ganz wichtig. Und hier haben wir auch noch zwei Halterungen. Die übergebe ich mal verantwortungsvollst in deine Hände. Mhm. Kleine Schräubchen haben wir hier auch. Eins zumindest, wir sehen also zwei. Deren Funktion würde ich mal nicht unterschätzen wollen vom Start weg. Ja. So. Und dann erstmal genug Accessory. Wobei die Aufbauanleitung hier, die da drin war, doch extrem wichtig ist. Ja, ja. Gut. Ich kann mich vom G6 noch daran erinnern, dass das nicht so trivial ist, den aufzubauen. So, Styropor raus. Und Styropor brauchen wir dann als Unterlage. Ah, okay, dann lässt sich hier alles an. Lässt sich das aufklappen. Das ist mal eine gute Sache. Das wird als Wandgerät bereit sozusagen. Okay. Aber wenn man ihn hinstellen möchte, geht es halt dann so. So, bevor wir den guten G7 jetzt aufstellen, aber noch einen Blick auf die Anschlüsse. Genau, hier sind sie aufgereiht, alle in einer Reihe. Das Wichtigste natürlich zuerst, nur für den Service, eine RS-Ruder-Truss-Steuerung. Kopfhörer, optischer Digitalausgang, natürlich der Netzwerkanschluss, Doppeltuner, klar, und viermal HDMI mit Audio Return Channel einmal, kennen wir, dreimal USB, davon einmal 3.0. Hier haben wir einen CI Plus Slot. Ja. Wenn wir noch ein bisschen weitergehen, sehen wir hier noch einen kleinen Joystick, allerliebst mit An- und Ausschalter und für die Menüsteuerung. Das ist ja nett. Wunderbar, das ist mal hübsch. Und natürlich fällt uns jetzt schon das extravagante Design des Gerätes ins Auge. Mhm, sowohl die Farbgebung. Ich hoffe, die Kamera kriegt diese leicht Bordeaux Gold-Light Farbkombination eingefangen. Aber jetzt können wir ihn aufstellen. Wir haben hier noch eine schöne Leiste. Wir haben noch eine schöne Leiste. Ja. Die
den Klappmechanismus verdeckt, wenn man das Gerät aufstellt. Und hier haben wir für den Klappmechanismus die Leiste, die das schön verdeckt. Ho! Durch Magneten gehalten, wie von Zauberhand. Wahnsinn. Sehr schön. Sieht gut aus. So, jetzt ist es soweit. Der G7 wird aufgestellt. Trotz der schönen Rückwand, muss man ja mal sagen, aber das vorne ist noch wichtiger. Ja. Wunderbar. Platz weg. Und da ist er. Und da ist er. Sehr hübsch. Ist wirklich hübsch. Mhm. Mit Soundbar fahren wir gleich. Wie gesagt, der G7 in 75 Zoll. Ja. Wunderbar. Sehr schönes Gerät, gefällt mir. Auch da freuen wir uns auf. Ja, jetzt ab ins Labor damit. Genau.